Wenn du das Ding nur so festhältst, dann kann ich mir auch ein Stativ holen. Ist das Ding dann gedrosselt? Ist jetzt hier ein bisschen mehr Platz. Was ist los, Pirat? Alles nicht so leicht. Na, Kamera Dieter? Na? Ich hab keine Lust. Ich weiß. Was? Der filmt uns, wie wir keinen Plan haben von dem, Nein, was wir machen. Mach da wieder. Genau. Das kannst du einfach drin lassen. Wir haben keinen Plan von dem, was wir machen. So, hab ich schon gezeigt, was wir getan haben. Guck mal hier. Das ist BMW M3 E46 Motore. Und die waren hier an den Flanschstellen alle wegkorrodiert. Das ist irgendwie Thermostatflansch, keine Ahnung, Kühlwasserflansch. Und die haben wir alle aufgelasert. Hier sieht man ein bisschen Laserspuren. Da haben wir da drüber geplant. Das für den lieben Hermann von H2 Motors. Ich bin der Meinung, wir sollten einfach den mal besuchen fahren. Ja. Haben wir ja mal gesagt, dass wir mal da vorbeischauen. Gucken wir uns mal hier eine ganze BMW-Katastrophe an, Alter. Die sind ja da jeden Tag irgendwie x Motoren am auseinanderroppen. Da wärst du wahrscheinlich sehr glücklich. Hättest du immer Content. Immer Motorschaden. Immer wieder nur immer Motorschaden. Immer Motorschaden. So, haben wir ein bisschen ein Espresso trinken? Okay. Denn ich habe was zu verkündigen. Oh. Irgendeiner hat hier Schokocroissants mitgebracht. Musst du direkt tunen. Musst du Schokocroissant nehmen und Pistaziencreme reinschmieren. Und dann wisst ihr nämlich alle Bescheid. So, ich habe etwas Spannendes vor. Und zwar fahren wir jetzt auf eine Messe. Ich hoffe, die ist noch. Das war jetzt so spontan. Wie heißt denn diese Messe? Autotechnik. Nein, das ist Frankfurt. Ja. Ich glaube, Köln ist diese Zerspaner Messe. Wen interessiert schon Autotechnik? Warte, wie heißt die denn nochmal? Genussgipfel. Von 19.09. bis 20.09. Moment. Ich muss bei Bavaria CNC auf den Channel gucken. Der hat da irgendwas mal gepostet. Mhm. Ich glaube, die ist nicht mehr. Egal. Wir fahren jetzt einfach erstmal zu Hermann. Und bei meinem Vater vorbei. Die Dichtungen sind da. Oh. Wir haben BMW M3 Zylinderkopf verloren. Wo ist der? So, unten ein V8 fehlt noch. Ist der das hier? Oder ist. Ne, das ist glaube ich ein anderer. Den haben wir nicht mal leer. Wo ist der? Oder hat er den schon mitgenommen? Boah! Gut, dass ich hier so schicke Wagen gekauft habe. Ja, ne? Alex, hast du von Hermann den einen V8 gefunden? Alter, wie soll ich denn in meinen Jagdforester das alles reinkriegen? Ja, Motorsäge raus. Boah! Oh, der Bettplate ist schwer. So. Hermann, willkommen. Pass auf, Dieter Petersen vom Kunde hat Problem, dass irgendeiner dem die Hopplergas gepinnt hat und die ist. Sind daneben. Das und passt nicht. Ja. Und ich will kurz sagen, wie toll wir sind. Oder wie toll Hermine inklusive einem korrekten Bediener ist. Als Martin das letztens gepinnt hatte an diesem Porsche 991.2, war die gepinnt und danach war die Gasse immer noch perfekt. Also es hat sich um nichts verzogen. Und hier sagst du, kriegst du nicht mehr zusammen, die Hauptlagergasse, ne? Ja, also wenn die Pins drin sind, dann geht es irgendwie alles sehr schwer zusammen und da ist auch so eine Kante und die Hauptlagergasse ist halt nicht mehr in einer Flucht. Dein Plan ist jetzt? Wir machen die Bohrungen ein paar Zehntel größer und versetzen die alle aufs gleiche Maß. Hast du die richtigen Pins? Ne, bestellen wir noch. Okay, also muss vielleicht. Okay, also wo nimmst du, wie macht ihr das? Ihr nimmt hier einfach eine Null, was passend ist, ne? Also ich würde die Lagergasse auf Null ausrichten, dass die in einer Achse ist, ja. Und dann würde ich mir von einer Hälfte, das spielt dann eigentlich keine Rolle, mal die Maße nehmen. Mhm. Die kann ich dann ein bisschen schön abrunden, dass es halt nicht 0,73 ist oder sowas. Und dann mache ich da halt ein rundes Maß, ja. Bohre die in einer Hälfte gleich, das Maß übernehme ich dann für die andere und taste wieder an der Lagergasse an. Und als Referenzmaß in X die 0 würde ich hier vorne die beiden Buchsen nehmen, die Zentrierhülsen, weil die sind in beiden gleich und die bleiben auch so. Ja. Genau so machst du das.
Und ihr werdet das nicht sehen, obwohl du kannst die GoPro ein bisschen da reinhängen, ja? Können wir machen. Und wir müssen jetzt gerade los, das wird lustig. Und dann schauen wir mal, was wir hier später machen. Dann gucken wir uns später hier dein Ergebnis an, ja? Soll ich dir, später was zu essen mitbringen? Kannst du machen. Ich bring dir was zu essen mit. Ein paar Sekunden später. Wolltest du nicht die Sachen von Hermann in Auto tun? Ja, aber das ist mein fucking Leben, Alter. Ich wollte gerade los und dann wollte ich jetzt gerade nochmal die Hauptlagergasse überprüfen. Hatte die gestern Abend gehohnt. Und die ziehen sich über Nacht so ein bisschen gefühlt wieder zusammen. Wenn die so ein bisschen Ruhe kriegen, weißt du? Richtig. Ja, ich habe keine Ahnung warum. Okay. Aber ich lasse das. Ne, Alex, nochmal eine halbe Stunde, 10 Minuten stehen lassen, bewirkt Wunder, ne? Also nicht positiv, manchmal negativ. So, jetzt ist die Gasse Taco. Jetzt können wir los. Ich muss Hände waschen. Wir haben richtig heute Action. Und weißt du, was wir auch Geiles machen? Ich weiß nicht, ob wir das in diesem oder nächsten Video machen. Wir haben uns was für, wie heißt dieser Motor? N57. Hauptlagergassenproblematik. Gibt keinen N57 da draußen, der diese Hauptlagergassenproblematik hat. Wir haben eine Lösung. Für alle. Wir werden ab sofort nur noch N57 Hauptlagergassen machen. Wirst sehen. Ich werde hier Werk hinbauen. BMW wird Suzuki Performance ihre Blöcke bringen für Hauptlagergasse machen. Nicht. Alter, der Plan hat sich noch, der ist noch größer. Wir sind ja jetzt heute bis heute den ganzen halben Tag unterwegs. Super, ne? Ja, mit mir unterwegs. Hast du genug Akku dabei? Speicherkarte voll. 2 Akkus sollten ja wohl reichen. Wir müssen hier Aluminium wegbringen, weil. Auch noch. Ja, wir bringen Aluminium weg, weil wir brauchen. Geld. Ja, das ist sowieso. Wir werden kein Geld bekommen. Wirst du sehen. Nix. Hm. Die werden nicht bezahlen. Die werden sagen, der Schrotthändler. Ja, weißt du. Du siehst, das ist zu 99% Aluminium, ne? Ja, weißt du, hier ist so ein bisschen Metallreste drin, das vom Buchse ausspendeln, weißt du? Sagt er, kann ich dir leider nur Mischrott bezahlen, 12 Cent der Kilo oder so. Musst du sehen. Oder die Tonne wahrscheinlich 12 Cent. Oder du gibst noch 20 Euro darauf, damit wir es dir entsorgen. So, ich hab mal schon umgeklappt, eine Seite. Ja, Restrücktrittsbank. Kofferraum, wie heißt es? Nicht wirklich, sondern hier bei dir auf dem Schoß. Alter, das ist ein geiles Auto, Alter. So was. Und guck mal, der hat auch noch 25er Kennzeichen drauf. Oh. Ist das Ding dann gedrosselt? Ja, muss ja. Guck mal. Das war Vollgas. Das war Vollgas, gut. Wir müssen nur hier gerade was abgeben. Irgendein Spezialwerkzeug braucht mein Vater. Und dieses Auto. Guck mal, kennst du den hier? Kennst du den? Mein ganzer Reichtum, mein ganzer Fuhrpark steht hier. Ah, Hund! Kennst du Anton? Ja, aber nur kurz. Anton. Aber wir haben uns sehr gut verstanden. Anton ist sehr lustig. Guten Tag, Mutter. Hallo. Ich habe das Werkzeug, was Vater braucht. Wo ist er? Hier. Deswegen bin ich ja hier. Nein. Brauchst du das Werkzeug? Nein, das hier. Gucken wir mal, ob das das Richtige ist, sonst kriege ich wieder Ärger. Oh, diesen Schraubenzieher habe ich gesucht. Ich dachte, du weißt, um was geht. Ja, das arretiert. Genau. Da gibt es aber auch 2 verschiedene. Musst du aufpassen. Ja, viel. Wie denn die auch? Ja, die haben dann hier verschiedene Höhen, weißt du? Mhm. Aber ich glaube, der passt. Wunderbar, das habe ich da reingesetzt. Das hast du. Ah, gut, alles klar. Ja, gut. Das war's auch schon. Wir müssen auch schon wieder weiter. Ach so. Ja, dann nimm mal das Ding mit. Nee, ich hab's nicht. Ja, bitte. Nee, geht nicht. Guck, ich hab Auto an. Ich hab Hänger dabei und ich muss. Ja, aber du kannst klappen. Ja, passt nicht in mein Auto. Ich hab voll mit Motoren. Siehst du, ich bin sogar mit Hänger. Ich muss Schrott erst wegbringen. Vielleicht irgendwie später mal. Auch, hier, meinen. Kannst du Tisch auf dieses Auto machen? Ja. Dankeschön. Das ist von Doktor, das Auto. Der muss seinen Tisch bekommen. Kein Problem. Danke, ciao. So, keine Komplikationen, kannst du TÜV machen? Ja, danke, tschüss, kein Problem. Fahrzeugschein ist im Auto. Was? Er denkt an Einzelkämpfer. Ah. Er denkt an alles. Richtungen. Nimm mal ein Brötchen. Ja, für dich. Oh Mann. Oder für den Hund? Für den Hund? Guck. Jetzt fragen 400 Leute in den Kommentaren.
Ist der Jetta zu verkaufen? Nein, ist er nicht. Guck mal. Dieser Jetta hier, ja? Guck mal, Kilometerstand. Kannst du den ablesen? Was steht da? 16.388 Kilometer. Quasi wie neu. Okay. Das war eine Oma, das war immer Kundin von meinem Vater und die hat gesagt, Herr Wolkowski, Sie haben mir das Auto so gut gepflegt, die konnten im Auto fahren. Bitte lassen Sie es in gute Hände. Und mein Vater hat gesagt, okay, dann bleibt es in meinen Händen. Sie steht schon 10 Jahre im Keller oder so. Aber Anton mag dich auch gerade besonders, weil du ein Brötchen in der Hand hast. Siehst du, hier war erste Halle. Hier hatte ich nie Probleme mit irgendeiner Statik. Wirklich. Die haben wir hier hingezimmert und da waren alle glücklich und ist keiner runtergefallen. Und da hinten war mein Büro. Und die alle Fläche ist natürlich, hier stand die CNC, hier vorne, die Haas, die kleine. Da war das Bohrwerk, da war die Hohlmaschine. Und hier stand so, dass du nicht mehr gehen konntest. Du musst überlegen, du kannst jetzt auch nicht mehr gehen, ne? Aber hier war noch schlimmer. Ja, das Problem war, hier drunter ist eine Tiefgarage. Und das Gewicht, was wir hier so hingestellt haben, war grenzwertig. Unsere Planmaschine von dem Bohrwerk, Planmaschine, hat geschwungen, wenn die andere Maschine auch lief. Das ist uns dann in der Oberfläche aufgefallen, dass wir das, dass wir die nicht gleichzeitig laufen lassen können. Am nächsten Tag. Tada. Morgen. Morgen. So, wir machen einen N54. Und die haben unten an der Hauptlagergasse, haben die zur Zentrierung von den Böcken keine Stifte, wie fast alle Motoren, sondern die haben diesen coolen Nasen. Kriegst du das drauf, dass die hochstehen? Ja. Ja. Und im Block ist quasi einfach nichts, sondern der ist glatt am Werk. Und am Schluss wird das quasi vom Spindel, denke ich mal, im Werk von BMW einmal zusammengeschraubt und diese Nasen graben sich ins Alu und in diese Freisparungen daneben drückt es dann quasi das Alu ein bisschen so hoch. Funktioniert ähnlich wie ein Gewindeformer dann vielleicht, wenn das jemand kennt. Auf jeden Fall ist es dann alles schön formschlüssig miteinander verbunden und passt halt auch eigentlich hundertprozentig überein. Das Problem ist, glaube ich, bloß, dass sich die Dinger saumäßig verziehen, wenn man das spindelt und wieder aufmacht und auch von der Stabilität her nicht so gut ist, weil das ist sehr wenig Auflagefläche, die man im Alu hat. Wenn es ja die ganze Zeit irgendwie vibriert und man mal einen Lagerschaden hat oder was auch immer da der Fall sein kann, dann ist es wohl eher eine suboptimale Lösung so. Und wir haben jetzt da diese tollen Buchsen. Das sind ganz normale Zentrierhülsen, wo dann eben die Schraube von dem Lagerbock innen durchgeht. Die werden wir hier einsetzen und auch in Block unten einsetzen, in die Lagergasse. Und die Blöcke werden dann alle unten quasi glatt abgezogen bzw. abgefräst werden, dass sie dann nur über diese Hülsen zentriert werden und einfach plan auf dem Block sitzen. Hm. So. Das machen wir jetzt mal. Geht das jetzt nur um die Böcke oder warum ist das Ding überhaupt da drin? Das Ding ist, glaube ich, nur wegen den Böcken und der Zentrierung da drin. Ah, okay. Und ich glaube, die Lagergasse hat irgendeinen Treffer, weil wir wollten die noch um 13 Uhr planen und das können wir ja gleich mal machen. Alles klar. Ja. Ich finde dieses Nachsetzen mit den Nasen, wie sich das da verbeißt in der Hauptlagergasse, das machen die, um Geld zu sparen, um die Hülsen sich zu sparen, glaube ich, oder? Ja, habe ich schon richtig gesagt vorhin, glaube ich. War eine Vermutung von mir, weil... Nee, weil ich habe auch die, gesagt, wenn man die reparieren muss, ist halt kacke, wenn das so... Das ist doch die technisch viel bessere und stabilere Lösung, oder? Ja. Weil es gibt ja auch immer Probleme mit den Hauptlagergassen, ne? Und deswegen will ich da die Hülsen reinzimmern, oder ist das gut? Dann machen wir die neu und dann soll die, so wie alle möglichen Motoren, die es gibt, mit so Hülsen, und dann hält das ja auch in der Regel. Ne? Ja. Ja. Und hast du Probleme? Nö, alles gut. Wir haben jetzt geplant und... Was hast du? 3/10 abgezogen, ne? Genau. Jetzt sind die Nasen da überwiegend weg, ne? Die sind alle weg. Aber die Vertiefungen sind halt noch ein bisschen da, logischerweise. Ja, das ist egal. Aber das ist ja wurscht. Ja. Ich messe jetzt gerade kurz
Ich messe jetzt gerade kurz die ganzen Bohrungen, ja, dass sie alle halbwegs passen, dass ich die Maße für die Hülsen habe. Also hast okay, da hast du immer wieder einen neuen Arbeitspunkt. Nee, ich schreibe mir die auf und dann tue ich da halt meine Position hinsetzen. Ah, okay. 12 kotzen, außen. Wenn ich 14 Presets lege. Hattest du das getestet, ob das mit den Schrauben passt? Das passt, ja. Geil. Und hier hast du dir auch schon überlegt, da müssen wir auch einmal reinbohren, ne? Ja. Geil. Junge, Alter, wir haben hier bald nur noch N57 am Machen. Wenn Hermann 54. Da... 57, N57 ist das. Redest du jetzt halt... Das ist Diesel. Okay. Das ist Diesel. Okay. N57 Diesel. Nee, dann muss ich bloß meinen Ordner nochmal umspeichern. Ja, dann nicht, dass du da beim N57 Hauptlager hast du so machst. Ich weiß nicht, ob wir es vorhin gesagt haben. Ich glaube schon. Meinst schon, ne? Ja, das beide sind 6-Zylinder von BMW. Honda-Bauteil zimmern wir rein. Obwohl, darf gar nicht keiner wissen. Die Story ist auch wieder geil, ne? Ich, gemessen, getan, Vierrad gesagt, besorgt bitte die passenden Hülsen. Der 2 Tage im Internet geguckt, nicht gefunden. Ich auch geguckt im Internet, nicht passende gefunden. Ich Messschieber genommen, durch die Bude hier gelaufen, an jedem Motor gegangen, guckt, was für eine Hülse da drin ist. Und am Honda habe ich die passende Hülse gefunden. Kostet irgendwie 2 Euro die Hülse, wunderbar. Wenn du das Ding nur so festhältst, dann kann ich mir auch ein Stativ holen. Bewegt haben wir uns vorher schon. So, ich muss jetzt Kaffee trinken. Angeblich mit 2 Zylinder weniger. Weil das hier 6 Zylinder ist. Das soll der Motor sein, bloß mit 2 Zylindern. Ja, genau. Das ist wie hier dein Subaru-Ding mit EJ. Das ist allerdings die 6-Zylinder-Handbuch. Und er sagt, das ist einfach nur gleicher Motor, nur mit 2 Zylinder weniger. Oh, ich liebe dich. Das ist meine Info. So, Dieter. Hast du alles getastet? Ich habe alles getastet. Können wir da jetzt Löcher reinbohren? Nee, weil wir haben vorne ein Problem. Oh. Warum haben wir immer ein Problem? Wahrscheinlich geht das, genau. Bei Alufräser war das, oder? Ja. Boah, den Bohrer. Alufräser. Frage ist bloß, ob du die so lang hast. Okay. Ich hab paar. Kubi würde auch taugen. Taugen? Das sagt man bei uns zum Beispiel auch nicht. Okay. Aber das ist 12er Kugel oder 10er Kugel? 10er Kugel. Ja, da hast halt unten einen Radius drin, ne? Dann ist halt dein Gewinde schon direkt angepasst. Doch super. Ja. Zieh durch, Alter. Haben wir da nicht einen langen 12-10er drin? Muss ich gucken, ich glaube nicht. Okay. Lass brennen, den Koffer. Guck mal hier. B58-Zylinderkopf. Haben wir jetzt gescannt. Und da werden wir einen Brennraum machen. Denn dieses Brennraumdesign, da kannst du Jäger für sein, um zu erkennen, dass das nichts für viel Laderuck ist. Weißt du, diese ganzen Ecken, diese ganzen Spitzen, die da drin sind, ja? Weißt du, wie die sich thermisch aufheizen? Die sorgen für eine Klopfneigung des Todes. Vierrad, diese Kiste, bist du diesen Typen zurück? Schicken? Ja, der antwortet nicht, weißt du, machen ihr Angebot und antwortet nicht. Zum Laserschweißen, weißt du? Schickt uns das, wir gucken, ja, okay, scheiße, 1500 Euro und lässt das hier 3 Monate lang hier rumliegen. Pro Tag 6 Euro Einlagerungspauschale. Nein. Ja, auf jeden Fall werden wir den Brennraum komplett umdesignen, weil B58 ist ja prädestiniert fürs Tuning. Wir richtig geile Schrauben drehen können, die oben eine Führung haben, aber eine sehr passende Führung. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dass wir einfach nur einen Schraubensatz verkaufen für Hauptlagergasse zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es die genormt gibt. So ja. Das wäre auch geil. Alter. Egal, jetzt machen wir das so. Wieder neue Idee gab. Viele haben mich übrigens gefragt, ist jetzt Max schon wieder weg, ne? In den Videos. So. Max? Max? Ja. Max ist Spindel, Hauptlagerstenspindel, Dieter. Ist schon wieder weg? Ja, weil die Leute, ist schon wieder der neue Nächste da oder so. Max ist Hauptlagerstenspindel, Dieter geworden und komme hier mal kurz ein Stück zurück. Und der kommt ja ursprünglich aus dem Drehbereich, aber für mich ist das richtig gut, dass
weil Max kann auch Hermine ein bisschen bedienen, auch ein bisschen gut. Und wenn mal Elia irgendwie Urlaub hat, krank ist etc., läuft die Bude trotzdem. Aber Andi will ja, wisst ihr noch gar nicht. Andi will CNC-Drehbahn kaufen, sodass wir Zylinderbuchsen selber machen können. So richtig geile mit Kühlkanälen und besser und schöner und alles besser wie alle anderen. Normal, ne? Ist ja, man muss eine Ambition haben. Und da ist dann Max voll gefragt, ne? Deswegen bin ich gerade noch im Gespräch mit diversen Drehbankherstellern, CNC-Drehbankherstellern, was da kommt. Soll auf jeden Fall eine sein mit angetriebenem Werkzeug. Und dann läuft der Stromzähler richtig. Deswegen müssen wir jetzt erstmal hier, wollte ich jetzt hier erstmal diese Winkel an die Wand zimmern, so, irgendwie so. Und dort soll dann das Alu-Konstruktionsprofil drauf, denn da werden dann auf alle 2 Meter so eine geile Lampe gehalten. Dann haben wir nämlich hier an unserem Arbeitsplatz so ein richtig Pornolicht, weißt du? Ja, Waldmann-Dieter. Die sind gut, die Lampen, Alter. Jawohl, Alter. Willst du auch ein paar machen? Du willst nur zeigen, wie schön sich das anfühlt. Ja. Nee, die sind, werden unten ein bisschen fester dran. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen japanische Technik in. Japanische Hülse in dem bisschen, ja. BMW. Das ist ja endlich mal zuverlässig. Oh, jetzt kriegen wir Held. Ja, Alter. So. Jetzt sind die Böcke. Die Böcke. Ja. Machen wir die dicke Aluplatte drauf ab und du machst den Kopfhörer drauf? Also wir haben ja gesagt, dass wir da unten die Böcke abplanen. Alex hat irgendwie, die Hauptlagergasse ist irgendwie beschädigt oder sowas und wir sollen hier 5/10 abplanen und die beiden Hülsen eben einsetzen. Und weil der Bock ja nicht wirklich irgendwo gute Auflageflächen hat und das hier nicht immer parallel ist zueinander, habe ich jetzt so ein Tastprogramm geschrieben. Das, jetzt kann ich den quasi einfach in den Schraubstock reinschmeißen und der holt sich selber einen Nullpunkt und richtet das Teil aus in der Drehlage und in der Höhe. Und dann presst du quasi die beiden Bohrungen rein. Ich brauche eigentlich bloß noch reinlegen, Start drücken und ausnehmen. Hm. Und muss nicht irgendwie mit Anschlag rumbasteln und das Teil ausrichten. Nicht schlecht. Yes. Wollen wir diese riesige Rohrzange daneben legen und gucken, wie viele Hate-Kommentare es gibt? Ich will keine Hate-Kommentare. Du musst den wieder einblenden, dass die Subi Performance auf Instagram verfolgen sollen, sonst reißt. Deswegen muss ich jetzt mal hier so ein Instagram-Post machen mit meinem N57 und meiner RWS-Kappe. Warte, wir brauchen jemanden, der ein Bild für mich macht. Kannst du sowas? Die Rettung für alle N57. Ja, ganz drauf, dann bin ich ja 5 Meter weg. Ja. Reicht so. Ja. So, Dieter Petersen. Bist am Start. Mhm. Also, ihr habt jetzt gesehen, wir haben mega geil die Hauptlagers gemacht. Ich bin super happy. Ich weiß gar nicht, wie gut meine Jungs doch sind. Und dann haben die das noch so geil gemacht, dass das links und rechts, dass du sie nicht mehr vertauschen kannst. Weißt du, es geht immer einer rein. Du kannst sie dann nicht mehr falsch rumstecken. Weißt du? Und jetzt werden wir die mit 9 Schrauben verschrauben und Max wird dann spindeln. Am Sonntag gibt es dann ein super interessantes Video, da werden wir ganz viele von diesen Leichen sehen. Ne? Da waren nämlich bei H2 Motors, beim Hermanski, und der hat uns mal seine Bude vorgestellt. Auf jeden Fall einschalten, das war super. Und Max kann es gar nicht aushalten, komm, wie er da steht oder will unbedingt sehen. Komm, wir packen dir den rüber. So, ich sag Feierabend. Oder wie hat man bei Löwenzahn immer
Jetzt muss ich diese Melodie machen. Död, hier, abschalten. Komm.